Wir können endlich fortfahren mit The Bard's Tale 4, Barrow's Deep. Und wir knüpfen direkt an die letzte Episode an und schließen jetzt unsere Auswahl so ab, wie wir sie gewählt haben. So. Sie ist fertig. Wir sehen jetzt die Fertigkeiten oder Fähigkeiten, die wir ausgewählt haben. Sie hat Arkane Sperrfeuer, Blitzbolzen, Drachenodem und ja, das Bewegen ist normal. Innerhalb der Fertigkeiten, wenn wir kurz nochmal zurückgehen. Ah, kann ich es nochmal anpassen. Das ist natürlich super. Hier steht nämlich, dass man nicht mehr erstatten kann. Aber das geht einfach, indem man hier abschließt und dann nochmal auf Fertigkeiten geht. Das ist natürlich auch gut zu wissen. Denn dann nehme ich den Drachenodem. Ich nehme Conjurer Journeyman. Und die Verteidigung. Da habe ich ja die Basic Defense schon drin. Konstitution plus 6. Und ich habe Mana Robes, hatte ich dann schon vorzeitig geskillt. Das wollte ich dann im Nachhinein dann doch nicht. Weil ich mir gesagt habe, okay, vielleicht habe ich am Anfang keine Mana Robes. Deswegen wechsle ich und nehme an einen anderen Punkt, nämlich Meditate. Sehr schön. So, jetzt schließen wir ab. Jetzt bin ich zufrieden. Und beenden das Ganze. Und es geht direkt weiter im Spiel. So, wollt ihr wirklich fortfahren? Ihr könnt keine weiteren Änderungen mehr am Archetyp, an der Kultur oder am Aussehen des Charakters vornehmen. Ja, das wollen wir. Und kurz nochmal zur Performance. Also, In Exile sammelt aktuell im Steam-Forum in einem Sticky Thread eure Specs. Also, wenn ihr in irgendeiner Art und Weise unzufrieden seid mit der Performance, dann könnt ihr dort eure Specs posten und gebt am besten noch Randinfos mit, wie eure Frames pro Sekunde, die ihr habt. Und einfach da reinposten, was Phase ist. Bei mir ist es so, ich habe es jetzt alles auf Ultra, weil es automatisch so eingestellt hat. Wir haben in der ersten Episode angepasst. Es hat aber nur ein paar FPS gegeben. Also ich habe so zwischen 40 und 50 FPS. Das ist noch halbwegs in Ordnung. Ich bin mal gespannt, aber wie es aussieht, wenn wir kämpfen und Effekte kommen. Und was mir aber am meisten Sorgen bereitet, ist, dass die GPU-Load immer auf 100% ist. Egal wo ihr seid, selbst in so einem Fenster sollte das eigentlich nicht so sein. Ich habe zwar jetzt hier jetzt 60 FPS, aber das wird ja im Game, wird das dann nochmal runtergehen auf die 40 bis 50. Und das ist ein Zeichen dafür, dass die GPU, wenn die GPU-Load auf 100% ist, auch in so einem Menü, das darf nicht sein. Also da werden sie aber dran arbeiten, ist Unreal Engine 4, also sollte eigentlich kein Problem sein. Das bedeutet einfach nur ein bisschen Fleißarbeit. Ich hoffe, sie kommen schnell mit dem Patchen hinterher. Und ich bete, dass jetzt dann, wenn die Kämpfe kommen, dass wir da keine Ruckelorgie oder dergleichen haben und da nochmal in den Settings runtergehen müssen, was Texturqualität, Schatten und Co. angeht. Aber prüfen wir das. Scarabway, unterer Teil. Wir waren eine Abenteurergilde und die wurde gestürmt von den Fatarinen und wir mussten erstmal fliehen. Mir kribbelt schon in den Fingern, denn ich habe mir mal vor Monaten habe ich mir mal ein bisschen was zum Kampfsystem angeguckt, aber nur reingelurkt und möchte jetzt natürlich in der Praxis erfahren, wie es sich spielt. Bin ja schon sehr gespannt drauf, ich denke ihr auch. Und ich bete, 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 dass das Kampfsystem gut umgesetzt ist. So, rödel erstmal. So, wir können bei Mercy in der Gilde der Abenteurer Söldnermünzen benutzen, um Gruppen und unserer Gruppe ein neues Mitglied hinzuzufügen. Okay. Das klingt ja schon mal nach einem Plan. Ich nehme ein Schlückchen von meinem Rum. Met habe ich leider noch nicht. Muss ich mir jetzt aber demnächst mal wieder besorgen. Jetzt wird es nämlich wieder kalt. Beste Ausrede für Miet. Ihr habt eine Spielfigur, die Zauberpunkte einsetzen kann. Im Kampf kostet es Zauberpunkte statt Gelegenheiten, Zauber- und Bardenlieder einzusetzen. Ihr erhaltet Zauberpunkte im Kampf, indem ihr Fähigkeiten wie Trinken oder Meditieren verwendet. Magietreibende erzeugen außerdem jede Runde passiv Zauberpunkte. Zauber sind leicht anhand des Zauberedelsteins auf dem entsprechenden Fähigkeitensymbol zu erkennen. Okidoki. Sehr atmosphärisch, gefällt mir sehr, sehr gut. Oh, we made it. What a nightmare, eh? Come on, we've got to get to the old guild and figure a way to protect ourselves.
So, per Rechtsklick ruft ihr den Charakterbildschirm auf. Hi. Können wir uns auch mal die Fähigkeiten von ihm angucken, dann habe ich bisher nicht gesehen. So. Was passiert, wenn ich auf Abilities klicke? Irgendwas macht er. Keine Ahnung, was er macht. Vielleicht kann ich im Kampf dann pausieren. Auf die Art. Aber es ist ja eh rundenbasiert. So, was hat er denn? Verleiht einem verbündeten Kampfgefährten ein Schild mit 6 Konstitutionen, betrunken 2. Der verbündete Kampfgefährte wird um 3 geheilt, wenn das Schild durchbrochen wird. Okay. Was hat er noch? Physischen Schaden. 2 Zauberpunkte und einmal Trunkenheit. Das war beim Chuao, wäre das. Was ist das? Kampfbereit. Richtet beim ersten Gegner in Reichweite 6 Mentalschaden an. Okay, hat hier schon leichte Rüstung und Konstitution plus 2. Bei Braun hat er nichts. Gucken wir uns mal kurz das Inventar an. In diesem Fenster werden das Gepäck und die Charakterbögen eurer gesamten Gruppe angezeigt. Hier könnt ihr euch die Attribute und passiven Fähigkeiten der Spielfiguren ansehen. Ausrüstung anlegen, Tränke trinken, etwas essen, neue Gepäck verleihen. Okay. Charakterbogen 2. Okay, mehrere Gepäckseiten, Gegenstände etc. etc. Pfeiltasten, umschalten. Okay, ja, das passt. Spielfigurenübersicht, Eigenschaften, passiv, okay. Gemeisterte Fähigkeiten sind Fähigkeiten, die sich der Abenteurer endgültig eingeprägt hat. Gemeisterte Fähigkeiten erhaltet ihr vornehmlich über den Fertigkeitenbaum. Ihr könnt wählen, welche gemeisterte Fähigkeit aktiv sein soll, indem ihr es im Meisterbuch festlegt. Oh, okay. Das gucken wir uns dann gleich mal näher an. Ihr könnt einstellen, welchen Abenteurer ihr ansehen wollt, okay. Und Handwerksmenü, Tränke brauen, Werkzeuge herstellen, Essen kochen. Neue Rezepte erhaltet ihr bei Händlern oder ihr schaltet sie im Fertigkeitenmenü baumfrei. Okay, gucken wir erstmal das Meisterbuch an. Könnte ich reinziehen, okay. Ich weiß nicht, ob ich die auch wieder entfernen kann, weil das Ding, die sind jetzt hier fix drin. Ich denke, das wird sich uns im Laufe des Abenteuers dann erschließen. Okay. Bevor wir uns weiter aufhalten, gehen wir uns jetzt zuallererst mal die Story. The Adventurers Guild from back before the old town was buried is still here after all these years. Just a little filthier and liable to collapse. At least it's well hidden. No danger of another visit from the Fatherites. Come on. We're looking for a green door. Hat man auch gerade gesehen, ich hatte kurzen FPS-Einbruch auf 20 FPS. Das seht ihr nicht, aber ich sehe es. Und den Einbruch, aber den seht ihr natürlich. Kartoffel. Gesamte Gruppe erhält 2 Konstitutionen zurück. Was? Okay, geil. Heilt die ganze Gruppe. Nehmen wir natürlich. Ah, wundervoll. Richtig gut aus. Ja, die Unreal Engine, die macht halt was her, die 4. Magische Laterne angezündet. Okay, das lotst uns immer zum jeweiligen nächsten Punkt. Karte. Ich stelle es an der Steuerung kurz so an, dass ich die Karte immer nach Möglichkeit mit gedrücktem Mausrad aufrufen kann. Ah ne, okay. Freie Kamera ist Mittelmaus-Button, dann benutze ich... Zack. Ist mir lieber, als wenn ich meine linke Hand runterfahren muss, die 5 Kilometer bis zum M. Ja, jetzt kann ich das schön aufrufen. Wir sehen direkt die Aufgabe. Okay, und freie Kamera. Ja, macht aber keinen Unterschied. Also, ist vielleicht im Kampf so. Komme ich kurz mal hier rum. Metallreste. Hi. Okay, die teilen sich das Gepäck.
Hold on, hero. You'd better touch that Luckstone. Luckstone's there. Now you're safe. No matter what befalls, you'll come right back to here. Sehr gut. Sehr, sehr gut. So. In diesem Bereich mit dieser Mauer gehe ich jetzt erstmal noch nicht hin. Wobei, doch, doch. Ich gehe hin. Jetzt gilt es auch erstmal herauszufinden, wie ist das Spiel aufgebaut, wie ist die Mechaniken, wie ist das mit dem Erkunden. Kommt man wieder zurück oder macht das keinen Sinn? Okay, es ist blockiert. Ist es leer? Ja, man merkt schon, also ab und zu hat er einen kleinen Ruckler. Da werde ich dann zwischen dieser und der nächsten Episode dann Anpassungen machen, damit das dann flüssiger läuft und ich hoffe, InXile arbeitet dran. Sie sehen nämlich auch bei den GPU. Ah. Bei den GPU springt er, ist er gerade gesprungen, runter auf 40% und dann wieder hoch auf 100% Last. So, passt auf, ein Gegner stürmt auf Gegner zu. Stürmt auf Gegner zu, bevor sie sich bemerken, um den Erstschlag zu bekommen. Denken sie euch zuerst, haben sie die erste Runde. Okay. We'll have to fight him, I fear. Kill. Erstschlag. So. Who wants to die? Der Kampf in The Bard's Tale läuft rundenweise ab. Ihr habt zu Anfang 3 Gelegenheitspunkte pro Runde, die ihr einsetzen könnt. Später werden es mehr sein. Eure Abenteurer haben Fähigkeiten, die ihr mit Gelegenheitspunkten aktiviert. Um Gelegenheitspunkte zurückzuhalten, müsst ihr die Runde beenden. Okay. Ready? Ja, geil. Ich kann zwischen beiden wechseln. Es wird mir nicht auferlegt, was ich jetzt mit wem mache. Okay. Really? On your word. Kopfnuss richtet beim ersten Gegner Reichweite 6 Mentalschaden an. Und Schlag. 4 physischen Schaden beim ersten Gegner. Time to die, Hero. Aha! Boom. 4 physischen Schaden. Machen wir es mal, einfach nur um es gemacht zu haben. Hier. Okay. Kill for the Masters. What Masters, I wonder. Das war schon mal ganz okay bisher. Sind wir erstmal keine Enttäuschung, was das angeht. Aber das müssen wir jetzt natürlich entdecken, wie das dann in langen Kämpfen aussieht, später aussieht, wie sich das entwickelt. Maybe those rogues were carrying something to burn down these boards. What did you find on them? Nutzt Halsabschneider Drachengallenbombe mit brennbarer Barriere. Okay, da haben wir gleich 4. Der Kampf spielt sich in The Bard's Tale auf einem 4x5 Felder großen Raster. Eure Gruppe steht auf der einen Seite dieses Schlachtfelds, der Gegner auf der anderen. Bewegung ist überlebenswichtig im Gefecht. Welchen Gegner ein Abenteurer trifft, richtet sich allein danach, wo er auf dem Schlachtfeld gerade steht und nach welchem Muster die verwendete Fähigkeit Ziel erfasst. Okay. Genau, es wäre interessant zu sehen. Okay, das sieht man. Wenn ich auf die Fähigkeit gehe, sieht man, welche Gegner sie treffen würde. Sie trifft nicht alle. Ja, sie trifft hier in Reichweite. Man sieht es nochmal auf diesem Blockmuster. Ich kann euch mit der Maus das nicht zeigen, aber oben rechts innerhalb dieses Blitzbolzenfensters seht ihr das. Also genau in dieser Reihe würde sie die 4 treffen. Hier. Gehen wir mal auf ihn. Und hier sehen wir, das ist der nächste Gegner, den er treffen würde. Und hier könnten wir auswählen, welchen Gegner er angreift.
Er hat hier über drei Reihen hinweg, also zwei nach vorne und drei Reihen waagrecht, die er dann entsprechend angreifen kann. Okay. Das wird jetzt interessant werden. Sure. Okay, ich habe noch gar keinen Zauberpunkt, deswegen kann ich Arkane Sperrfeuer gar nicht verwenden, aber nur richte zwei Mentalschaden beim anvisierten Gegner. Das ist auch jetzt aktuell nicht unbedingt hilfreich für uns. Genau. Das ist mal Cooldown. So, jetzt erledige ich entweder jeweils einen oder hier gleich mal einen. Na, ja, zumindest mal ihn. Okay, das ist auf jeden Fall die Runde, wo ich mal abwarten muss. Kann sie dich normal angreifen? Ready. Ihr habt alle eure Gelegenheiten genutzt und keine Zauberpunkte mehr übrig. Okay. So, und jetzt hat sie hier das arkane Sperrfeuer, sie hat plus einen Zauberpunkt. Ich verwende das nicht, ich will mal sehen, ob sie diesen Zauberpunkt auch behält. Ah, schade, noch abklingt Zeit. Fine. Ah, ich muss es trotzdem verwenden. Damit ich gleich beide erledigen kann. Also werden wir noch lernen, ob sie dann später dann die Zauberpunkte auch mitnimmt und man die dann quasi dann sich auch in manchen Kämpfen dann ein bisschen aufbauen kann, um sie dann für die nächsten Kämpfe bereit stehen zu haben. So. Ihr habt Schaden genommen, haltet euch vor dem nächsten Kampf, indem ihr etwas esst. Okay, wunderbar, mit Essen heilt ihr eure gesamte Gruppe. So, wir haben einiges zum Essen. Das ist eher zum Kochen. Kartoffeln können wir auf jeden Fall essen, das machen wir jetzt auch. So, benötigt Kenntnisse in Lederrüstung. Mal gucken, ob man die irgendwie mit Tastenkürzel wechseln kann. Nein, nicht. Also man muss auf die Pfeile klicken. Okay, sie kann es aber auch noch nicht tragen. Dietrich, also wir können später Schloss knacken. Verdorbene Nahrung. Vermutlich nicht mehr für den Verzehr geeignet, oder? Dieser Gegenstand kann fürs Handwerk verwendet werden. Wieder okay. Haben also aktuell erstmal nichts, was wir noch großartig anziehen könnten. Und wir gucken mal ganz kurz bei der Handwerkskunst. Da haben wir schon einige Rezepte drin. Und wir könnten sogar was herstellen. Gewürzkräuter. Fermentierter Alkohol. Ein Schwert. So, kann er das ausrüsten? Ja. Stärke plus 2. Benötigt die Kenntnisse in Bade, Kämpfer oder Schurke? Wunderbar. Per Doppelklick wird das gewechselt. Ja, mit dem Knüppel hat er eine 10% Chance, die Gegner zu betäuben. Und man sieht auch hier unten, ändert sich die Möglichkeiten, die er hat mit der Waffe. Die Verwendung von Kopfnuss kostet eine Gelegenheit weniger, das ist mit dem Knüppel.
Wechsle ich jetzt, sehen wir unten Stahlsturm. Schlag mit Klingensturm ein weiteres Mal zu. Und das sieht man auch in der Beschreibung unten links, steht Stahlsturm, passiv, Schlag mit Klingensturm ein weiteres Mal zu. Unten rechts Knotenkeule, klasse. Nochmal unterschiedliche Möglichkeiten, je nach Waffenart. Who's there? Over there! Right! Who wants to die? So, wir haben ja nur aktuell noch keinen Klingensturm. Wobei, mal sehen, was passiert. Boah, 12. Die haben beide 12. Das wird ein bisschen heftiger. Ich könnte einen erledigen mit... wenn ich beide einsetze. Fine. Okay, sie kann aber weder noch. Sie müsste sich eigentlich rüber bewegen. So, jetzt habe ich zwar einen Zauberpunkt bekommen, kann aber den noch nicht nutzen, muss erst kanalisieren. Aber die sind alle beide außer Reichweite. Muss ich das erste Mal bewegen. Let me just... Whatever. Und sie kann sich nicht mehr bewegen. Und ich kann ihr das Channeln, kann ich abbrechen. Das mache ich so. Focus. Ah, das ist doof. Das frisst mir die Gelegenheitspunkte. Move. Macht nichts. Schon ein guter Kampf, um zu lernen. You are even trying. Ah, das ist zu weit weg. Okay, ich werde sie noch nicht heilen. Pardon. Sure. Oh. Ich hoffe, er killt sie jetzt nicht. Right here. I'm wide open. Ah, das Böse, dass sie jetzt wegbewegt hat. Ah. Ready. Aha. Ah, klasse, die Musik. Oben sehen wir die Gelegenheitspunkte des Gegners. So, diesmal heben wir uns mal die Zauberpunkte auf. On your word. Really? Ah, sehr schön. Wunderbar. Sieg. 16 EP. Klasse. Hier erstmal nochmal looten. Okay, nein, das ist nochmal ein Save Point, so wie es aussieht. Wunderbar. Das ist das Ende dieser Episode. Wir haben jetzt ein bisschen was von den Kämpfen gesehen. Gefällt mir bisher schon mal sehr gut. Ich bin gespannt, wie das später aussieht, wenn wir dann drei Leute in der Gruppe haben. Und dann auch härtere Kämpfe bestreiten müssen, mehr Fähigkeiten haben. Aber es macht auch erstmal einen guten Eindruck. Ich habe da jetzt erstmal keine Sorgen. Und ja, ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ich checke jetzt erstmal aus, dann wie es FPS-technisch aussieht. Wie man das Ganze nochmal verbessern kann. Um die Performance einfach ein bisschen zu pushen. Solange bis In Exile Entertainment dann ein Patch nachreicht, der das Ganze dann auch adäquat pro System dann auch ja, spielen lässt. Aber ich denke, so ist es erstmal erträglich, zumindest unter meinen Umständen. Und beim nächsten Mal geht es weiter in The Bard's Tale 4, Barrow's Deep.